ihr Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, was ich so für meine Anzucht benutze. Und wenn euch das interessiert, dann kommt doch einfach mit. Erstmal frohes neues Jahr. Ich weiß, jetzt sind schon ein paar Tage vergangen, aber das mein erstes Video ist, also jetzt frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt Weihnachten gut verbracht, auch wenn es ein bisschen anders war dieses Jahr. Ja, und so in den verschiedenen Foren wird gerade wieder gefragt, wie man an Anzuchtpaletten kommt, wie Saatgut aufbewahrt wird. Ja, und heute möchte ich euch das in diesem Video mal zeigen. Ich gehe jetzt einfach durch, was ich so benutze. Es kann sein, dass ihr heute verschiedene Hersteller seht. Ich werde nicht gesponsert, also alles selbst bezahlt, oder ich sage da halt auch was zu. Loslegen möchte ich mit den Anzuchtplatten. Ich weiß, viele benutzen Quickpots. Und ich sage euch aber, ihr braucht das gar nicht kaufen. Geht mal zum Gärtner eures Vertrauens und fragt einfach mal. Weil ganz oft werden diese Anzuchtpaletten einfach weggeworfen. Also es gibt auch ein Pfandsystem da, aber viel wird halt auch weggeworfen. Hier bei uns in der Umgebung ist auch ein Gärtner, der die verkauft über eBay Kleinanzeigen. Ich glaube, wir haben für 10 Stück 5 Euro bezahlt. Also das haben wir auch schon gemacht. Die gibt es in verschiedenen Qualitäten. Die hier habe ich vor, ich glaube, 4 Jahren gekauft. Also für dieses wenige Geld. Die sind ständig im Einsatz. Und ihr seht, auch die sind noch in Ordnung. Das ist jetzt zerschnitten, weil ich mir das immer für meine Anzuchthäuschen passend schneide. Die gibt es halt in verschiedenen, also die sind ja halt achteckig oder diese Größe oder, ne, die gibt es in ganz verschiedenen, die gibt es auch in ganz mini. Müsst ihr halt gucken, was ihr bekommt. Und die hier habe ich jetzt von der Gärtnerei Meurers, wo ich das Video gedreht habe über die Weihnachtssterne. Lieben Gruß an die beiden. Und ja, die schneide ich mir einfach zurecht und benutze die dann. Weiter geht's mit den Anzuchthäusern. Da benutze ich halt diese Variante von, ja, Romberg ist es jetzt. Ich habe die im Internet teilweise für 15 Euro gesehen. Wenn ihr ein Action in der Nähe habt, da gibt es die für 3 Euro. Also auch die sind schon jahrelang im Gebrauch. Ich wasche die einfach immer heiß aus, gehe dann mit einem Spülbürstchen durch und dann sind die wieder einsatzbereit fürs nächste Jahr. Ich lagere die eigentlich in der Garage. Ein Stapel dann mit den Deckeln, ein Stapel mit den Schalen. Und da habe ich aber auch noch andere im Gebrauch. Das zeige ich euch aber auch. Die Paletten kann man auch wirklich super mit der Schere einfach schneiden. Ihr seht, das geht mühelos. Also die könnt ihr euch dann wirklich so zurecht schneiden, wie ihr das braucht. Was ihr dann abgeschnitten habt, sind manchmal so Reststücke, je nachdem wie ihr euch die Palette einteilt, könnt ihr auch noch super nehmen, nachher zum Andrücken der Erde. Also wenn ihr die dann befüllt habt, einfach mit dem kompletten Ding andrücken. Oder ich habe mir jetzt auch für diese Paletten mit dem 3D-Drucker einfach so ein Klötzchen gemacht, was dann auch passgenau hier ist, einfach zum Andrücken. Obwohl, so geht es schneller. Wenn ihr solche Anzuchthäuschen nicht habt, könnt ihr euch auch einfach jedes Gefäß nehmen, was ihr gerade da habt. Wichtig ist, dass ihr auf Staunässe achtet, also nicht zu nass das Ganze haltet. Ich benutze ganz gerne solche Plastikteller in Gefrierbeuteln. Und zwar mache ich hier Keimtests. Ich hatte letztes Jahr Saatgut, was nicht gut gekeimt ist, oder halt Saatgut, was ich aus frischem Gemüse rausgenommen habe. Und da habe ich jetzt einfach mal einen Teller gemacht, habe die Beschriftungen außen angebracht, weil hier gerade schon wieder eins abgeht, und das Ganze dann auf Watte vorkeimen lassen. Es kommt dann einfach wieder rein, der Zipbeutel wird zugemacht.
Letztes Jahr habe ich mit einem Edding einfach auf die Tüte geschrieben. Ist der Nachteil, ich habe die Tüten jetzt da liegen. Ja, dass jetzt auch schon was draufsteht. Also jetzt diesmal habe ich Zettelchen dran. Dann auch solche Untersetzer benutze ich zum Beispiel ganz gerne. Die habe ich jetzt letztes Jahr bei Thum im Ausverkauf für 10 oder 20 Cent bekommen. Also ich gucke immer ganz genau, was gerade rausgeschmissen wird, so in den Baumärkten oder in den Pflanzenmärkten. Das lohnt sich manchmal. Für die Beschriftung benutze ich ganz unterschiedliche Sachen. Die Eisstäbchen benutze ich für die Anzuchthäuschen, die hier drin stehen. Die bleiben ja nicht lange drin, dann geht das. Aber weil die ja unbehandelt sind, die fangen irgendwann an zu faulen unten drin. Also da bin ich aber auch noch am Tüfteln. Wenn das was gibt, dann zeige ich euch das auch. Ja, ich habe ganz viel Plastik hier. Das kennt ihr aber auch schon seit mehreren Jahren. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Stift. Und letztes Jahr hatte ich scheinbar einen, weil ich kriege teilweise die Schrift nicht mehr ab. Also, dass ich die jetzt schon auf beiden Seiten beschriftet habe. Ich werde die jetzt, bevor die in den Garten gehen oder jetzt demnächst zu den pikierten Töpfen, werde ich die alle nochmal richtig heiß in die Spüle schmeißen und richtig gut abschrubben. Ja, dann habe ich hier so ein schönes Aufbewahrungsding, wo ich verschiedene Sachen drin habe. Zum Beispiel meine Pikierstäbchen. Das hat die liebe Jen mir mal geschenkt letztes Jahr, also aus Holz. Dann habe ich aber auch genauso die Teile aus Plastik. Die finde ich auch ganz witzig. Da kann ich nachher zum Pikieren schön die Sachen mit aus der Erde heben. Ich benutze aber auch Eisstäbchen, wenn ich die jetzt gerade dann noch in den Anzuchtstationen habe, benutze ich die zum Pikieren. Genauso Stifte, die Finger oder solche China-Stäbchen gehen auch wunderbar. Also ihr müsst das nicht zwingend haben. Aber praktisch sind die auf jeden Fall. Für mein Saatgut habe ich verschiedene Systeme. Ich habe mir jetzt einfach solche Kistchen geschnitten. Die Vorlage dafür, die stelle ich euch auf Facebook. Wir sind da jetzt auch vertreten unter Kamens kleine Welt. Und ich gucke mal, wie ich das dann einfüge, dass ihr euch das ausdrucken könnt auf dem DIN A4 Blatt. Normalerweise nehme ich hier diese kleineren Größen. Ich hatte jetzt auch mal probiert, so eine große Kiste zu bauen, aber das wird dann einfach instabil, weil es halt nur Papier ist. Ich sortiere mir die Sachen dann. Also das Ganze kommt in Schubladen. Und ich sortiere mir die Sachen dann. Tomaten habe ich zum Beispiel ganz viele. Da habe ich jetzt mittlerweile schon 4 Kistchen im Gebrauch. Die Kürbisse packe ich zusammen, die Kräuter habe ich in 2 Kistchen, also ich sortiere mir das so, wie es halt anfällt. Hier die Bohnen seht ihr ja, aber das müsst ihr halt auf euer Saatgut abstimmen. Jetzt diese Kiste habe ich jetzt für das neue Saatgut, da sage ich gleich auch noch was zu. Dann habt ihr ja letztes Jahr im Video, das verlinke ich euch hier oben, gesehen, dass ich auch ganz viel Saatgut selber sammle. Und wenn das so viel ist, wie jetzt zum Beispiel die Ringelblume, dann bewahre ich das in Gläsern auf. Das ist auch bei mir nicht einheitlich. Das sind halt die Gläser, wo es gerade passt von der Menge her. Das Tomatensaatgut, das entnehme ich ja auf verschiedene Art und Weise. Also manchmal drücke ich das einfach auf ein Küchentuch, lasse das dann trocknen. Und schneide das nachher in kleine Schnipsel. Das sieht dann so aus. Der Vorteil ist, es fällt halt nicht runter. Also es haftet halt sehr gut. Die andere Methode ist, dass ich das in Wasser reingebe und dann einfach ein bisschen gären lasse. Nachher in einem Sieb einfach abspüle und dann habe ich die Einzelkörner. Mittlerweile mache ich das so, dass ich von manchen Sorten jedes Jahr Saatgut nehme und da schreibe ich mir halt auch drauf, von welchem Jahr die jetzt gewesen sind.
Einfach damit ich dann verschiedenes Saatgut zur Auswahl habe, falls auch mal ein Jahr nicht so gut läuft. Bei Sachen, die ich mehrmals habe, gehe ich hin und nummeriere mir die. Also ich habe Kirschtomaten von oder Cherrytomaten von verschiedenen Anbietern und dann gehe ich hin und schreibe mir Nummern auf die Tütchen, damit ich nachher auch noch weiß, okay, das war jetzt das und das Saatgut. Und dann finde ich ganz witzig, wenn ich mir Post ertausche oder auch im Internet kaufe von Privatleuten oder hier auch Zuschauerpost bekomme, wie lustig die eingepackt sind teilweise. Also ich habe hier mit der Nadine getauscht und sie hat halt aus Zeitungspapiertütchen gebastelt, das finde ich ganz witzig. Dann die Yvonne hat Sternchen gebastelt, die sind sogar umnäht, also das finde ich irre. Die sind übrigens jetzt schon im Boden. Und manche, die haben halt einfach Plastiktütchen, wo Zettelchen drin sind. Ich wollte euch einfach nur noch mal zeigen, welche Möglichkeiten man hat. Mein Saatgut bestelle ich ja nach und nach oder ertausche mir das teilweise oder sammle halt selber. Und da habe ich mir im Computer eine Excel-Liste angelegt, die ich dann übers Jahr so ein bisschen versuche beizuhalten. Da ich jetzt mein Saatgut für die kommende Saison zusammen habe, habe ich mir das jetzt einmal ausgedruckt. Das ist jetzt auch wieder sortiert nach Paprika, Chili, Gurken, Zucchini, Tomaten und was ich halt habe. Und danach starte ich jetzt meine Auswahl. Also ich schreibe hier genau drauf, wie viel ich ausgesät habe. Das mache ich auch jetzt erstmal nur mit Kuli beim Aussehen, damit ich das eben notieren kann und nicht mit den Drecksfingern an den Computer rennen muss. Und dann schreibe ich mir auch dahinter, am wievielten ich das ausgesät habe. Einfach, ich teste gerade verschiedene Sachen, damit ich nachher einen Überblick habe, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Ich mache das aber nur für die Anzucht. Also ich fange nicht an, jede Tomate zu zählen. Das wäre auch hier überhaupt nicht machbar. Ihr wisst, ich gehe oft ins Gewächshaus morgens und nasche da erstmal eine Runde. Und dann fange ich nicht an, bei 100 Pflanzen Strichliste zu wühlen. Also das ist mir zu doll. Also das macht für mich keinen Sinn. Aber das müsst ihr natürlich entscheiden. Das Ganze tippe ich dann nachher in den Computer und ich habe mir jetzt so angewöhnt, die Jahre immer nach Jahreszahl abzuspeichern, so dass ich gucken kann, okay, wie viel habe ich letztes Jahr angezogen, wie viel sind davon durchgekommen, wie viel hat Lilly mir vielleicht abgefressen oder was dann auch so passieren kann. Einfach damit ich im nächsten Jahr weiß, okay, ich hätte gerne 6 Pflanzen, aber die und die Faktoren haben letztes Jahr eine Rolle gespielt, darum ziehe ich direkt dann mehr an. Überschüssige Pflanzen kann man immer noch verschenken. Ja, dann möchte ich auch mal Danke sagen. Und zwar habe ich ganz tolle Weihnachtspost von verschiedenen Leuten gekriegt und habe mich da total drüber gefreut. Habe da auch persönlich Rückmeldung gegeben, wenn es eben ging. Aber eine Zuschauerin hat mir von meiner Amazon-Wishlist halt was zugeschickt. Und da steht halt nur ein Vorname drauf. Also ich weiß nicht, von wem es ist. Aber auch hier ganz herzliches Dankeschön. Ja, ich weiß, einigen von euch kribbelt schon in den Händen anzufangen und loszulegen. Ich bin ja da auch nicht anders. Aber bedenkt einfach, dass die Pflanzen, die ihr jetzt vorzieht, einfach noch einen unheimlichen Weg haben, bis die raus können. Also ich fange jetzt auch gerade nach und nach an auszusehen. Ich habe aber auch Kunstlicht hier. Also gerade die wärmenliebenden Pflanzen wie Chili, Aubergine, Physalis, das habe ich jetzt schon in der Aussaat. Wenn euch das interessiert, ich mache ja nicht zu jeder Kultur ein Video, aber wenn ihr so auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen oder auf Facebook haben wir jetzt auch eine Seite angelegt, beides unter Kamens kleine Welt. Da zeige ich euch ja praktisch täglich, was ich so gerade mache. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen mitnehmen, euch vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, oh, ich muss unbedingt Profimaterial kaufen. Fangt so an, wie es für euch günstig ist. Also wenn ihr natürlich viel Geld zur Verfügung habt,
kauft euch alles frisch und schön. Das ist bestimmt auch toll. Ich mag es halt, wenn ich Sachen lange benutzen kann oder recyceln kann. Und von daher. Und es gibt Leute, die haben kaum Geld zur Verfügung und wollen trotzdem gärtnern. Also guckt, wie es für euch passt. Das ist für mich immer am wichtigsten. Die nächsten Aussaaten werden jetzt bei mir die Salate sein. Da das ja jetzt unser erstes Jahr mit Gewächshaus ist, wollte ich halt so ein bisschen was im Gewächshaus ausprobieren. Schreibt mir doch mal bitte, was ihr so ins Gewächshaus pflanzt. Also mein Plan war jetzt, ein paar Salate vorzuziehen und Kohlrabi, den frühen Blumenkohl, solche Sachen halt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao!